Es gibt den Satz, Geschichte wird gemacht. Tatsächlich besitzen wir Menschen nicht nur ein individuelles Gedächtnis, sondern auch ein gemeinsames. Damit sind Traditionen und Rituale gemeint, die eine gemeinsame Identität bilden. Zu solchen Traditionen zählt auch die Geschichtsschreibung. So gibt es bestimmte Ereignisse und Orte, die fest mit der deutschen Geschichte verbunden sind. Mit einigen davon setzen wir uns in dieser Reihe auseinander. Woran erinnern wir uns an diesen Orten? Seit wann tun wir das und warum überhaupt? Komm, lass mal nach. In den 1990ern und frühen 2000ern stand keine andere deutsche Stadt so sehr für Freiheit, Kreativität und Individualität wie die Hauptstadt Berlin. Und auch wenn diese Begeisterung bei den jungen Leuten langsam abflaut und Städte wie Leipzig aufgrund von bezahlbarerem Wohnraum verlockender wirken, so ganz ist diese Begeisterung für Berlin nicht verschwunden. Wir werfen heute einen Blick in die Geschichte und schauen uns an, wofür Berlin stand und heute noch steht. Das erste Mal wird Berlin in einer Urkunde vom 26. Januar 1244 erwähnt. Doch eine wirkliche Bedeutung sollte die Stadt erst deutlich später erhalten. Nach dem Dreißigjährigen Krieg 1648 ließ der große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg das stark zerstörte Berlin als Festungsstadt neu aufbauen. Unter seinen Nachfolgern, den Königen in Preußen, wurde Berlin dann zur königlichen Residenz ausgebaut. Dazu gehörte auch das Zeughaus, in dem wir uns gerade befinden. Wirklich groß war Berlin da aber noch nicht. Das stimmt. Zur wirklichen Weltmetropole wurde Berlin erst während des Kaiserreichs. Das hat natürlich damit zu tun, dass Berlin ab 1871 die Hauptstadt dieses neu geschaffenen Nationalstaats war. Mit der Reichsgründung war Deutschland nun eine konstitutionelle Monarchie mit einem Parlament. Dieses tagte zunächst in einem Herrenhaus in der Leipziger Straße. Es wurde jedoch rasch zu klein. Ein neues Gebäude musste her. Der Reichstag. 1871 in Auftrag gegeben, dauerte es allerdings 23 Jahre, bis das Gebäude eröffnet werden konnte. Da ist der BER ja nichts dagegen. Wohl wahr. Wobei der Bau nach seiner Grundsteinlegung 1884 mit 10 Jahren verhältnismäßig zügig voranging. Vom Reichstag aus sollte auch 1918 das weitere Schicksal Deutschlands entschieden werden. Denn von hier rief Philipp Scheidemann am 9. November 1918, nur wenige Stunden nach der verkündeten Abdankung von Kaiser Wilhelm II., die Deutsche Republik aus. Vorbei war es mit dem Kaiserreich und Berlin war nun die Hauptstadt der neu gegründeten Weimarer Republik. Aber wieso Weimarer Republik? Was hat denn Weimar jetzt damit zu tun? Im Zuge der Ausrufung der Republik war es in Berlin zu Straßenkämpfen gekommen. Die neue Regierung fühlte sich in der umkämpften Hauptstadt zu unsicher, weshalb man anfangs in das sicherere Weimar umzog. In die Stadt der Dichter und Denker. Die Menschen damals haben diese Republik auch nie so genannt. Das ist ein Begriff der Geschichtswissenschaft. Für die Zeitgenossen war der Name weiterhin Deutsche Republik oder auch Deutsches Reich. Womit ja vom Namen her das Kaiserreich weiter existierte. Naja, so ganz hatten sich eben doch noch nicht alle davon lösen wollen. 1920 wurde Berlin dann zur wirklichen Großstadt. Bereits während des Kaiserreichs war die Stadt aufgrund der Industrialisierung immens gewachsen. Ebenso war die Bevölkerungszahl explodiert. Dies hatte zu einer massiven Verelendung großer Teile der Berliner und Berlinerinnen geführt. Mit der Stadterweiterung 1920 sollte unter anderem der chronische Platzmangel beseitigt werden. So wurden bislang unabhängige Städte wie Charlottenburg, Schöneberg oder auch Wilmersdorf eingemeindet. Berlin wuchs damit flächenmäßig auf seine heutige Größe heran und hatte mit einem Schlag knapp 4 Millionen Einwohner. Damit war Berlin zu dem Zeitpunkt tatsächlich die drittgrößte Stadt weltweit, nach London und New York. Und was bedeutete dies für die Berliner und Berlinerinnen? Das liberale Berlin wurde zur Kulturmetropole. Quasi über Nacht schossen Tanzcafés und Bars, aber auch Kinos und Theater aus dem Boden. Die Menschen, die gerade den Ersten Weltkrieg und die schwere Gründungsphase der Republik hinter sich gebracht hatten, ließen es in den 1920ern richtig krachen. Und auch die Menschen, die nicht in das heteronorme Geschlechtersystem der Zeit passten, nutzten die Anonymität der Großstadt, um sich eigene Nischen zu suchen. Gerade der Nollendorfplatz wurde in der Weimarer Republik zu einem Treffpunkt für Schwule und Lesben. Hier konnte man sich beispielsweise in dem vielbeschriebenen Tanzlokal Eldorado treffen.
Zur gleichen Zeit gründete Magnus Hirschfeld in Berlin das Institut für Sexualwissenschaft, das sich der Erforschung von Sexualität und Sexualproblemen widmete. Mit seinem Buch Das dritte Geschlecht setzte sich Hirschfeld um die rechtliche wie gesellschaftliche Akzeptanz von Homosexualität wie auch Transsexualität ein. Damit war die Weimarer Republik ja ziemlich fortschrittlich. Teils, teils. Zwar bot Berlin einen Zufluchtsort für Schwule und Lesben, aber auch in der Weimarer Republik galt weiterhin der Paragraf 175, der männliche Homosexualität unter Gefängnisstrafe stellte. Zwar bemühten sich die linken Parteien um eine Abschaffung des Paragraphen, aber konservative Politiker machten Druck und verhinderten dies. Im Gegenteil, der Paragraph wurde sogar noch weiter verschärft. Am 6. Mai 1933 wurde das Institut für Sexualwissenschaft geplündert und zerstört. Heute verweist nur noch eine Gedenktafel auf diesen ehemaligen Forschungsort. Für die Nationalsozialisten war Berlin bemerkenswerterweise nicht sonderlich interessant. Für sie galten eher München und Nürnberg als wichtige Identifikationsorte. Berlin war dagegen die Stadt der Novemberverbrecher, wie die NSDAP die Politiker der Weimarer Republik nannte. Zwar war Berlin Hauptstadt und Ort der politischen Entscheidung, aber erst mit der Planung der Welthauptstadt Germania sollte Berlin für das NS-Regime propagandistisch wichtig werden. Weltgeschichtliche Bedeutung kam Berlin dann während des Zweiten Weltkrieges zu. So wurde am 20. Januar 1942 in einer Villa am Wannsee während einer Konferenz die Deportation der europäischen Jüdinnen und Juden in die Vernichtungslager organisiert. Die Schlacht um Berlin zwischen der Roten Armee und der Wehrmacht sollte im April 1945 den Krieg in Europa entscheiden. Am 8. Mai 1945 kapitulierte die Wehrmacht. Im Anschluss wurde nicht nur Deutschland in vier Besatzungszonen aufgeteilt, sondern auch Berlin. Jede Siegermacht der Alliierten erhielt einen Teil der Stadt. Aber kam man denn dann von Westdeutschland nach Berlin? Das lag ja vollständig in der sowjetischen Zone. Tatsächlich ging dies am besten mit dem Interzonenzug. Aber ab April 1948 gab es angeblich technische Schwierigkeiten. Tatsächlich blockierten die Sowjets den Zugang nach West-Berlin. Wieso machten die denn sowas? Weil sie ganz Berlin haben wollten. In West-Berlin wurde es daraufhin sehr schnell dunkel und kalt, da die Versorgung mit allem Lebensnotwendigen zusammenbrach. Abhilfe leisteten diese Flugzeuge. Weißt du, wie man die genannt hat? Rosinenbomber. Ganz genau. Anstatt auf die West-Berliner Stadtteile zu verzichten, schickten die Westalliierten, also Großbritannien, die USA und Frankreich, Flugzeuge, um die Bevölkerung in West-Berlin mit dem Notwendigsten zu versorgen. Rosinenbomber heißen die Flugzeuge übrigens, weil sie bis Mai 1945 tatsächlich noch Bomben abgeworfen haben. Nun kommen die Westalliierten den West-Berlinern jedoch zu Hilfe. Der einzige Feind wurde jetzt zum Verbündeten. Das war ein immenser Imagewandel in der Wahrnehmung der Deutschen. Und so wurden vor allem die Amerikaner von Besatzern zu Freunden. Fast ein Jahr wurde die Blockade West-Berlins aufrechterhalten. Und auch nach der Gründung der Bundesrepublik im Westen Deutschlands und der DDR im Osten blieb Berlin weiterhin das Symbol der Teilung und des beginnenden Kalten Krieges. Denn während Ost-Berlin ab 1949 die Hauptstadt der DDR war, wählte die Regierung der Bundesrepublik das rheinische Bonn als vorläufigen Regierungssitz. Erst mit dem Mauerfall und der deutschen Einheit begann sich dies ab 1990 zu ändern. Mit dem Ende des Kalten Krieges wurde die wiedervereinigte Stadt jetzt zum Symbol der Freiheit, der Hoffnung und der unbegrenzten Möglichkeiten, was nicht nur die aufblühende Kunstszene demonstrierte, sondern auch die jährlich stattfindenden Großereignisse wie die Love Parade, der Christopher Street Day oder auch der Karneval der Kulturen. Es hat sich also nicht nur Berlin durch die Geschichte hindurch verändert, auch die Ideen, mit denen diese Stadt verknüpft wurde, haben sich gewandelt. Damit ist gut zu sehen, wie flexibel Erinnerungsorte sein können. Etwas stabiler hält sich der Erinnerungsort, den wir uns in der nächsten Folge angucken werden.